Weißt du, dann würde ich irgendwann glauben, mein James-Bond-Beispiel, mein uraltes, das ich vor Ewigkeiten schon gebracht habe, wenn ich als junger Bursch in einen James-Bond-Film gehe und bin der Fan. Das Einzige, was ich hundertprozentig sicher weiß, wenn der Film beginnt, dass der überlebt. Die Frage stellt sich in meinem tiefsten Innern eigentlich, wenn ich mir mal bewusst war, was glaube ich, gehe ich in einen James-Bond-Film, weil ich glaube, der könnte in dem Film umkommen. Und jetzt kommen wir in extrem knifflige Situationen, wo deine normale Logik sagt, da kommt er nie mehr raus, das kann er nicht überleben. Und immer passiert irgendwie was ganz, was Ausgefuchstes, dass er dann doch wieder rauskommt. So nach dem Motto, was hat der Drehbuchautor sich einfallen lassen, dass er da wieder rauskommt? Also in Der gewisser Weise. Drehbuch, der große Drehbuchautor aller Drehbücher der Welt, der die Autoren, die Zeichenerwecker inspiriert, das bin ich. Ja. Lass dich doch einfach überraschen. Und früher habe ich immer wieder gesagt, altes Beispiel, sag ich, was hundertprozentig sicher ist, am Ende liegt dieser James Bond mit einer extrem schnuckligen Biene, entweder auf einer kleinen Insel oder in einem Schlauchboot. Das sind meistens in die ersten James Bond die Endszenen gewesen. Eine einzige Ausnahme hat es gegeben. Es braucht immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das war dieses eine Mal, wo der Bond vor Lenzenbiege gespielt wurde, wieder Diana Rigg als Bond-Girl und der hat dann geheiratet am Ende, soweit ich mich erinnere. Das ist schon wieder lange her. Das ist die einzige Ausnahme Bond. Der hat aber nur einmal den Bond gespielt, weil das kann nicht sein, was nicht sein darf. Da, jetzt weiß ich, ja, ich habe so ein Bild gerade im Kopf. Es ist eine extreme Symbolik. Es hat alles eine Symbolik, wenn du mal den ganzheitlichen Überblick hast. Es ist natürlich die Frage, wenn du sagst, in meinem Leben hat, ist es nie aufgetaucht, habe ich nie einen Fokus drauf gehabt. Du hast auf andere Sachen einen Fokus. Wo du einen Fokus drauf hattest, bestimmt ja wieder dein blaues Ich, das Buch, das Programm, in dem du zurzeit drin hängst. Warum soll, du hast in jeder Phase was anderes zu lernen. Es ist dieses Unverbesserliche. Du prügelst nur selbst auf dich ein, weil du einfach nicht hören willst. Ich sage, lass den Weidezaun los. Nein, nicht ums Verrecken. Und ich habe kein Problem. Ich drehe bis ins Unendliche die Spannung auf und du wirst bis ins Unendliche leiden, wenn du nicht loslässt. Kann nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Der Weidezaun, ja, der kam mir die letzten Tage.